Hallo und willkommen zurück bei Santa Primal mit einer Kotzfrucht, die im Busch sitzt und so gut getan ist, dass ich sie nicht sehe. Aber Ja. Kevin, ich meine, ich höre was. Hörst du auch was? Ja, also gerade als du noch nicht im Spiel warst wieder, kam von rechts ein gar markerschütternder Schrei. Ohne Spaß, wenn das ein T-Rex Verstehst du? ist, ne? Dann sollten wir hier Markerschütternd. Land gewinnen. Weil die sind nicht so lustig drauf. Warum nur? Aber wir wollten eh weiter in die Richtung da gehen. Welche? Ja, da wo du hin lass. Achso, okay. Ich habe mir da einen Waypoint gesetzt. Aha. Weil da irgendein Punkt von Interesse hier ist, aber der ist ganz schön weit weg. Ob wir da jemals ankommen werden, wage ich zu bezweifeln. Wie weit ist denn das? Oh, okay. Ach, siehst du den auch? Ja, also wenn das der ist, dann Ich ja. weiß, so ein roter, also der ist ganz im Ja, genau. Süd. Hinter so einer großen schwarzen Fläche, ne? Oder sehr dunklen Fläche, sagen wir Das ist mal der so. Vulkan. Noch Ah, okay. dahinter, Kevin. Ja, Der ist ja, ganz an ja. der Küste. Das ist eine Insel und da an der Küste ist das. Oh, ja, okay, dann ist das doch nicht dein Punkt, sondern Nee, meiner. ja, glaube ich nämlich auch. So. Ich glaube, wir müssen um den Vulkan sowieso außen rumlaufen. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht hoch. Aber sehen wir dann. Kevin, steh ruhig Wenn auf. ich den Free Look hier anmache, dann Kannst du nicht mal steuern. kann ich an mir runter gucken und sehe nur meine eben holzfarbenen, muskulösen Arme. Ganz wie im echten Leben. Ebenholz. Im echten Leben hast du auch ebenholzfarbene Arme oder was? Ja, klar. Hast du die Toaster gebräunt? Nee, das war mal. Vor langer, langer Zeit. Als du noch Fukuhila hattest. Ja, genau. Und Adiletten zur Schule getragen habe. Boah, weißt du noch, unsere geile Verkleidung? Als Pantoffeltier? Oh ja, das war herrlich. Tierwelt. Wir waren zwar die Lachnummer der Schule, aber egal, das Die waren war wir Hammer, herrlich. Junge. Vor allem, wie wir da keine Kosten und Mühen gescheut haben und uns extra Pantoffel Pfeifenreiniger. gekauft. Irgendwie Pfeifenreiniger als Fühler. Und unsere selbst bemalten T-Shirts. Die ich nie machen muss, ist, weil ich nie malen kann. Hier ist eine Spur, die verfolgen wir jetzt. Das ist mir zu weit bis da unten. Und da sind zwei Das Kisten. Ich wollte sehe zwei gerade Kisten, ey. sagen. Okay, wir gehen zu den zwei Kisten. Triceratops-Spur. Und hier ist eine Lavafläche, Kevin. Da könnten wir Steine finden. Da habe ich vorhin, also als wir vor der Aufnahme hier das Spiel getestet Ja. haben, böse Erfahrungen gemacht. Oh, wurdest du da von den Raptoren erwischt? Irgendwie davon 5 Stück gleich. Das war die Naja. Stelle. Also nicht hier direkt, aber an so einem Ja, die jagen auch Lava. in so Rudeln. Deshalb, wenn du die hörst, da kommunizieren die auch. Und man soll halt auch an dem, was die von sich geben, also an den Tönen, sollst du erkennen können, was die vorhaben. Aber ich weiß natürlich nicht, was wofür steht, ne? Aha, okay. Aber die sollen schon so richtig untereinander kommunizieren. Das heißt, wir müssen raptorisch lernen. Hier ist ein Stein, ich habe einen Stein gefunden. Harry Potter und ein Stein. Ah, jetzt sogar die Triceratops-Spur. Was ist, war unbewusst richtig gelaufen? Was ist die? Jo. Ja. Mail. Boah, 11 Tonnen, Kevin. Da ist ja kleiner. Kevin, welche Kiste willst du haben? Ich nehme ruhig die hintere. Okay. Versuche da mein Glück. Dann nehme ich mal die vordere, die in den roten Büschen liegt. Boah, so weit habe ich ein bisschen Oh. Gammel, ey. Was? Was? Hier sind Blumen. Oh, Da Kevin, ey. wäre ich fast durchgerannt. Ja, meine Kiste liegt auch irgendwo komisch hier. Wo ist sie denn? Ja, ich bin durchgerannt. Hä, ich sehe meine Kiste nicht.
Ja, ich habe meine. Und ich habe Buckshot-Ammo und ein hier Heilungskanister. Ich höre meine, aber ich sehe meine nicht. Komm mal zu dir. Ach, hier bist du gestorben. Was? Gestorben? Ja, hier ist dein Gurt. Hier sind ganz viele Pfeile und du hast zwei Bögen gehabt. Was? Also, ich bin aber noch nicht gestorben, während ich zwei Bögen hatte. Dann ist das eine andere Leiche. Okay, wir nehmen auch nochmal 5 Pfeile. Ich habe 10 Pfeile. So, Health Potion nehme ich mal mit. Closing. Ich habe jetzt auch so ein Tarnhemd an, glaube ich. Nee, du musst deins erst ausziehen. Du kannst den nicht on the fly wechseln. Ja, stimmt. Jetzt. Noch nicht. Jetzt. Nimmst du die Pfeile? Nee, du hast so ein Ich habe ein anderes, wa? Camouflage-Ding an. Jo, geil. Okay, Pfeile hast du? Ich kann die nicht stacken. Nee, stacken kannst du nicht. Ich glaube, du kannst halt nur die 5 Schuss da haben. Und Okay. ich weiß noch nicht, ob der die automatisch nachlädt. Warte mal, ich ritze mal in den Bogen aus. Nee, macht der glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn du die 5 Pfeile verschossen hast, dann musst du ins Inventar switchen und die in das Ammo-Feld ziehen von dem Bogen. Okay. Also das war zumindest bei The Hunter so. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch so ist. Wir werden sehen. Ja, spätestens wenn wir merken, dass wir keine Pfeile mehr haben. Okay, in der anderen Kiste war nichts, wa? Nee, jedenfalls nichts mehr. Okay. Also die ist jetzt nicht despawned, aber Nee, da war auch nee, nichts mehr ja, drin. nichts Brauchbares. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt den Viecher verfolgen oder gehen wir weiter nach Süddingensbums? Lass weiter nach Süden gehen. Okay. Auf dem Weg finden wir bestimmt noch Viecher. Ja, das bleibt nicht aus, glaube ich. Hast du einen Stein gefunden gehabt? Nee, wa? Nee. Dann gucken wir mal. Wir müssen uns jetzt hier hochlaufen, dann gucken wir mal ein bisschen hier am Rand. Was soll das hier eigentlich sein? Soll das ein fremder Planet sein, auf dem zufälligerweise noch Dinos rumrennen oder was? Ja, ich glaube schon. Der heißt Primal Eden. Und wir müssen ihn kolonisieren. Und ich glaube, hier waren schon mal welche. Deshalb sind hier manchmal so Baracken. Beziehungsweise so Ruinen. Boah, das klingt wie der Plot von einem total trashigen Film. Und weißt du, welcher das ist? Starship Troopers nur mit Dinosauriern? Nee. So einen Scheiß gucke ich ja nicht, Kevin. Das ist, wie heißt der nochmal? Jurassic Park World. Du meinst Jurassic World? Weißt du, Jurassic World? Also Ja. Jurassic Park World? Nee, Jurassic World. Du meinst den neuen, ne? Der Ja, nächstes Jahr kommt. ja. Ich weiß gar nicht, ob der auf fremden Planeten spielt. Aber Nee, ich glaube nicht. hier ist ein Stein für dich, Kevin. Aber da gibt's Dinos. Und hier Ja, ist der irgendwie. Dunghaufen brauchst du Achso. nicht, Kevin. Das ist der vom Triceratops, die Spur. Achso, okay. Nimm mal den Stein da auf. Ich hab einen. Dann haben wir beide einen. Jo. Wie schmeiße ich den? Auf F. F, okay. Ich weiß was nicht, ob das hilft. Ich habe damit noch keine Dino weggelockt, aber angeblich soll das gehen. Das wird wahrscheinlich erst noch nachgepatcht. Ist da Early vorne was? Access. Was, was, was? Ein Stein liegt da. Da vorne in der Ferne? Ferne, ich sehe nichts. Ich sehe den Okay, Mond. ja dann. Ich habe noch einen Noch ein Stein. Stein. To the moon. Oh, guck mal, hier gibt es 2 Monde. Da ist ein fetter Mond und da ist ein kleiner Mond. Das hat so ein bisschen was von Skyrim hier gerade. Der Kunden. Ja, so Kevin, die hast du noch einen Landschaft Stein hier für so dich? auflatschen. Wo? Da rechts von uns. Der blinkt da Ach rot. da. Und so, ich guck mal zurück ins Tal, ob es was verfolgt, aber das sieht gut aus. Ich glaube, diesmal überleben wir. Außerdem so viele Pfeile, Kevin, wir rotzen alles weg. Da kann der Tyrannosaurus ruhig kommen, Boah, pass auf, der kommt gleich hier um die Ecke. ey. Macht zweimal Hubs. Und dann war er dann mit der Folge. Ich hätte gern Fernglas, ey, das wäre cool. Ich
Ich weiß gar nicht, ob es eins gibt. Aber ich glaube nicht. Meinst du nicht? Da ist noch ein Stein? Ja. Ganz schön Dino-arm hier. Wenn du sie nicht suchst, ne? Dann lauen sie dir überall auf. Und jetzt sind wir ausgerüstet bis unter die Zähne. Da kommen sie nicht. Ja. Feige. Jetzt müssen wir hier mal irgendwie runterkommen. Wie steil kann man denn eigentlich hier hochlaufen, ey? Ziemlich steil, wa? Ja, okay, hier nicht mehr. Ja. Doch nicht wie bei Skyrim. Da ging er mit, quasi, mit dem Pony. Wo du quasi nur, ja genau, 90 Grad den Berg hoch auf dem Pferd. Ich weiß gar nicht, ob das bei Online auch noch ging. Bei Online habe ich dann ja früh beendet. Direkt wieder sein gelassen. Vor allem aber gar nicht so schlecht, ey. Oh, naja, das gefiel mir nicht. Ja, was? 60 Euro, well spent. Ja, vor allem musstest du dann immer die... Also ich habe ja nur die 3 Monate da gezockt. Die ich halt auf der... Die halt dabei waren. Achso, bei dir bei MMO gerade dazu gekauft hast. Ja, ja. In dem Bundle. Danach habe ich auch nicht mehr verlängert. Da war ich Veteranenrang 7 oder so, habe ich keinen Bock mehr. Ja, du hast das ja auch innerhalb von den 3 Monaten so dermaßen gesuchtet, da brauchen andere irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Leben für. Ja, ich habe ja auch ein ganzes Leben in 3 Monaten, Kevin. Wo können wir wieder in eine Kiste kommen, ey? Ich will mal eine Waffe haben. Aua. Aua. Da vorne ist ein Stein. Ich rutsche hier runter. Was tust du? Wir laufen in den Dschungel. Da wird's wieder spannend. Ich sehe aber auch keine Dinos hier. Auf der offenen Fläche trauen die sich vielleicht nicht hin. Gleich Mitternacht, Kevin. Nicht, dass einer vor uns steht. Gut, was ist jetzt passiert? Was? Bei mir hat sich die Skybox einmal so um... Jetzt nochmal. Hier ist voll die... Hallo? Hier ist voll die Effektshow, ey. Bei mir ist alles normal. Gut. Bei mir ist so Highspeed Tag- und Nachtwechsel. Ja, geil. Kann man mal machen, wa? Du lebst halt im Wurmloch, Kevin. Guck mal, ich sehe schon die Küste. Ist gar nicht mehr so weit. Epileptiker sollten jetzt weggucken. Ja, zum Glück nehme ich auf. Mhm. Man kann aber aufhören. Ich glaube, wir haben die Dinos ausgerottet, Kevin. Erstmal ein bisschen sprinten. Geronimo. Ja, Eden Prime ist sicher. Für Frodo. Was ist echt wie Frodo hier am Schicksalsberg. Auf dem Lavafeld. Aber das wäre eigentlich geil, wenn die hier in das Spiel irgendwie noch so andere Viecher reinknallen würden. So Riesenspinnen und so was. So Monster irgendwie. Das hätte was. Geh her, der Ring online zocken. Ach, ne. Filme ja, Bücher sowieso, aber Spiele. Boah, das hab ich auch gezockt, ey. Hast du das noch nicht gezockt? Ach, ich hatte für damals noch für den Gamecube, glaube ich, war das die Rückkehr des Königs. Ja, aber das ist ja scheiße. Das ist ja ein Singleplayer, Kevin. Wenn du musst immer die Online-Titel zocken. Ja, können die was? Mordor Schatten und so eine Scheiße habe ich auch nicht gezockt, ey. Ja, wobei ein Arbeitskollege von mir, der sagt, Mordor Schatten soll richtig geil sein. Ja, keine Ahnung, nicht gespielt. Haben ein paar Videos angeguckt, aber... Naja. Ja, das ist halt nur Assassin's Creed, ne, in Mittelerde. Da habe ich erst gedacht, dass das Spiel von Ubisoft ist. Hm? Bitte? Ich hab erst gedacht, das Spiel ist von Ubisoft, als ich die Videos gesehen habe. Von wem ist denn das eigentlich? Bethesda? Ja, ich glaube schon. Stecken alle unter einer Decke. Ja, dahinter steckt überall sowieso EA. Das
wissen nur die wenigsten. Bald wird Steam gekauft, dann gibt es nur noch Origin. Ja. Uplay, Steam, alles works, nur noch Origin. Die totale Überwachung des PCs, des Nutzers. Weil Steam sowas ja nicht macht. Nein. So, was ist denn jetzt immer mit den Dinos? Ich will mal einen sehen. Die haben alle Urlaub. Aber dann ist schon die Küste. Wir sind fast da. Ich sprinte mal noch ein bisschen. Welch ab. Für Frodo! Hier kommt aber keine andere Kiste mehr, ne? Nö. Hier ist irgendwo ein Death Point. Von mir nicht. Also rechts von mir. Ja, deiner. Ja. Ja, meiner ist hinter uns. Ich höre komische Geräusche. Aber keine Dino-Geräusche, glaube ich. Wie weit ist denn das noch? Warte. Alter, wir haben gerade mal die Hälfte von der Strecke. Doch ganz schön selten die Kisten. Hallo Dschungel. Mann, ist das spannend. Schon. Ich kann mich kaum in meinem Sportsessel hier halten. Da hätte er eigentlich erzählt? Ja. Das will auch pfeifen. Da ist einer. Da ist ein T-Rex. Kevin, vorne steht ein T-Rex. Da hinten. Ich hab den genau gesehen, der steht da. Wir gehen ihn ins Töten. Da, siehst du ihn, Kevin? Okay. Man sieht ihn. Ich kann das auch nicht zeigen, weil ich keinen Mauszeiger habe, aber ich sehe den da vorne. Folgt mir einfach, wir machen das. Kevin, Ziel auf jeden Fall aufs Herz. Herz. Weil ein großes Gehirn hat der nicht gehabt, also Kopfschuss ist uns los. Du bist ein Dino-Experte. Ganz schön gestrüppig hier. Boah, früher war ich echt ein Dino-Fan als Kind, ey. Also, vor 3 Jahren. Wo ist er denn? Kevin, da siehst du den, Kevin? Da rechts, halb rechts von Ach, da. Uns. Jo. Du merkst es auch gleich, wenn wir näher rankommen, Kevin. Hast den Bogen schon raus? Jetzt. Wenn wir näher rankommen, dann bebt der Boden. Wenn er läuft. Jetzt zum Beispiel. Der kommt, der kommt. Ich hab Angst. Kevin, aim for the vitals. Oh, nochmal abbrechen. Zu weit weg. Oh. Ich töte den jetzt, Kevin. Ich habe ihm einen gegeben. Oh oh. Kevin, wir machen das. Was macht er? Was hat der vor? Weiß er nicht. Der haut ab. Der haut ab? Der haut ab. Kevin, wenn er abhaut, hat er nur 50% Health. Der haut nicht ab. Fick dich. Ich habe keine Pfeile mehr. Doch, 5 Stück noch. Oh oh, was macht der? Ich bin tot. Töte den Kevin. Warte, ich muss mal meine Pfeile neu ausrüsten. Kevin, wir töten den, wir verfolgen den jetzt. Auch wenn ich gleich neu spawnen muss. Der steht hier immer noch. Kevin, schieß nicht von hinten. Lauf rum. Boah, die Sau hat mich getötet, als ich... Der steht, der macht nichts. Oh oh. Ja, dann töte den. Ich hole mir noch ein neues Map-Fragment hier. Der kippt nicht um. Bin ich denn? Ich habe nur noch einen Fall. Ja, ich komme gleich hin. Ich hoffe, das bist du da. Irgendwo. Oh oh. Warte. Ich habe keine Pfeile mehr. Ja, bleib einfach da. Gib da um. Gib da um. Gib um. So, der bleibt nur stehen. Ich komme zu meinem Deathpoint. Ich habe noch ein paar Pfeile dabei und da ist noch eine Kiste auf dem Weg.
Kevin, ich glaube, wir haben ihn. Oh, hier sind Raptorspuren. Aber die sind schon ein bisschen älter. Oh. Wächter sich wieder? Ja. Der haut ab. Ja, abhauen ist gut. Wir verfolgen den gleich. Oh. Ich komme auf jeden Fall noch an zwei Kisten vorbei. Hier sind mega viele Kisten, wo ich gerade bin. Aber irgendwie laufen die Raptoren auch in die Richtung. Das ist nicht so cool. Ich hoffe, ich komme durch bis zu dir. Boah, Kevin. Das wäre natürlich epic, wenn wir direkt den T-Rex mit Pfeil und Bogen erlegen. Aber immer sterbe ich, ne? Das ist mega unfair. Ganz im Ernst. So, hier ist eine Kiste. Was ist hier drin? Shotgun Money. Da vorne ist noch eine Kiste. Weißt du? Ich weiß auch, warum du nicht stirbst. Aber das sage ich jetzt nicht. Warum sterbe ich nicht? Sag ich nicht. Also der ist hier bei mir in der Nähe. Scheiße. Ich glaube, der humpelt. Ich glaube, hier sind Raptoren. Oh oh. Oh oh. Treffe dich an? Nee. Der hängt fest. Der hängt an einem Baum fest. Sehr gut. Ich glaube, hier sind doch hier keine Raptoren. Hier ist, ach ne, ich glaube, das ist da immer noch deine Leiche. Na, ja, der hängt hier fest. Ich bin gerade irgendwo in der Kiste. Ich muss dicen. Kann ich den auch mit den Steinen totschmeißen? Hammer nice, ich habe 10 Pfeile gefunden, Kevin. Ich habe jetzt 15 Pfeile. Sauber. Da ist noch ein zweiter T-Rex. Ne. Doch. Das ist schlecht. Greifen die sich auch gegenseitig an? Ich glaube nicht. Weiß ich aber oh. nicht. Aber von dem muss ich jetzt oh, aufpassen. Oh, der zweite hat mich gekillt. Ah. Aber wir müssen einen finden, ey. Wahrscheinlich schießen wir nur da auf den falschen. Okay, wir gucken erstmal, wo du spawnst. 5, 4, 3. Ich warte hier mal so lange. 1. Badum. Ja, du bist hinter mir gespawnt. 250 Meter. Okay, Kevin, ich komme jetzt erst zu dir und dann laufen wir zum Todespunkt. Kommen wir entgegen. Nimm auf jeden Fall den Bogen damit und die Pfeile und das Map-Fragment, ne? Mhm, habe ich. Das Map-Fragment ziehst du auf der GPS rauf. Ja, habe ich. Okay, dann wird auf der Map irgendwas offengelegt. Mhm. So. Ich komme dir entgegen. Ich glaube, mein Spiel ist abgeschmiert. Ja. Lost connection to client. Nein! Okay. Ich war doch noch zu jung zum... Nee, doch nicht. Jetzt geht's wieder. Ah, boah, ich wollte dich gerade kicken, ey. Da ist ein Timer runtergelaufen von 15 Sekunden oder so. Schon ganz halt nur so. Und dann die letzten 3 Sekunden, ich wollte dich gerade kicken, damit ich weiterzocken kann. Da ging er wieder. Hast du gerade getrunken? Ich trinke jetzt. Achso, boah, ey, ich hab nur noch Zischen gehört, ey. Ich dachte, hinter mir ist was her. Hinter dir steht ein Creeper, Mark. Hier ist noch eine Spur. Ach, Raptor. Wo bist du denn? Kevin, steh doch mal auf. Ich steh doch. Ja, jetzt. So, Kevin. Würde ich sagen. Machen wir jetzt mal einen Cut hier. Und in der nächsten Folge, was machen wir da? T-Rex töten. Ganz genau, wir werden ihn finden und töten. Also, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei bei unserer super spannenden Jagd. Und bis dahin, macht's gut und haut rein. Mach's gut.